Was müssen YouTuber eigentlich beim Abschluss eines YouTube-Netzwerkvertrages beachten? Wir klären es in diesem Recht für YouTuber-Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es ist mal wieder Montag, Zeit für unsere Recht für YouTuber-Videos. Und heute geht es um das wichtige Thema YouTube-Netzwerke. Ich spreche also von Mediakraft, Divi, Move und Co. Und die Fragestellung, was muss man als YouTuber beachten, bevor man einem solchen Netzwerk beitritt und bevor man die Verträge unterzeichnet, die einem dort vorgelegt werden. Zunächst einmal kann man sagen, bei diesen Verträgen handelt es sich in der Regel um Dienstverträge. Es geht also darum, dass das Netzwerk dafür sorgen soll, dass der YouTube-Kanal marketingtechnisch vorangetrieben wird. Es soll also darum gehen, dass das Netzwerk Kooperationen einfädeln soll, Rechte klären soll und weitere Werbepartner für den YouTuber gewinnen soll. Und dafür gibt es eine Vergütung. Das ist im Groben geregelt in diesen Verträgen. Insofern die erste Frage, die sich da stellt, dürfen auch Minderjährige solche Verträge abschließen? Klare Antwort, nein. Nur wenn man volljährig ist, darf man diese Verträge unterzeichnen. Ansonsten nur mit Zustimmung der Eltern, die entsprechend auch den Vertrag unterzeichnen müssen. Ansonsten müsst ihr noch aufpassen, dass euch nicht die Kreativität genommen wird, die ihr normalerweise in euren Videos voll entfalten könnt. Denn diese Netzwerke haben es natürlich darauf abgesehen, möglichst Videos gut monetarisieren zu können, also Geld damit zu verdienen. Und dann wird euch schon in dem einen oder anderen Vertrag mal aufs Auge gedrückt, dass bei gut laufenden Videos man auch auf die künstlerische Freiheit Einfluss nehmen kann. Das bedeutet konkret, wenn man sieht, dass eine gewisse Art oder Kategorie von Videos gut ankommt, könnte das Netzwerk euch dann vorschreiben, dreh mehr davon. Und dann müsst ihr euch genau überlegen, ob ihr dazu Lust habt oder nicht. Übrigens ist es so, dass da auch viele Verträge ganz, ganz schwammig sind. Und wir da immer empfehlen, je konkreter, desto besser. Immer wenn was unklar ist, nachfragen. Und wenn das dann geklärt ist, so klar auch in den Vertrag reinschreiben. In ganz wenigen Netzwerkverträgen steht drin, dass das Netzwerk auch noch Rechte behält nach Kündigung des Netzwerkvertrages. Solche Verträge solltet ihr überhaupt nicht unterzeichnen. Da gibt es überhaupt keinen Grund für, warum die Netzwerke da noch Rechte am Kanal oder an den einzelnen Videos haben sollten. Ihr solltet auch darauf achten, dass die Kündigungsfristen nicht allzu lang sind. 3 Monate Kündigungsfrist ist angemessen. Oft ist noch ein erstes Jahr Mindestlaufzeit mit drin. Das dürfte wohl in Ordnung gehen. Wenn man euch von Anfang an mit 2 Jahren Laufzeit ködern will, dann lasst die Finger davon. Denn ihr wisst nie, wie sich so eine Kooperation entwickelt und ob die Leistungen des Netzwerks auch tatsächlich erbracht werden. Apropos Leistungen des Netzwerks. Die sind das Allerschwammigste in den Verträgen. Meistens steht da nur drin, das Netzwerk wird sich bestmöglich bemühen, euren Kanal voranzutreiben und euch Werbepartner zu besorgen. Das ist wischiwaschi. Das bedeutet, dass das Netzwerk im Zweifel gar nichts tun muss, ihr aber sehr viel tun müsst. Das ist dann insofern klar, als dass eure Aufgaben ganz klar geregelt sind und das, was das Netzwerk machen soll, nur ganz, ganz schwammig. Also auch hier sollte man aufpassen. Dann sollte man sich vertraglich zusichern lassen, dass man nach der Kooperation mit seinen Videos machen kann, was man will. Ebenfalls sollte man sich zusichern lassen, dass man mit bestimmten Videos vielleicht auch noch außerhalb des Netzwerkvertrages etwas machen kann, zum Beispiel, weil eine Fernsehkooperation sich anbahnt oder sich andere Möglichkeiten ergeben. Auch da kann man mal drüber nachdenken, dass man hier einzelne Anpassungen am Netzwerkvertrag vornimmt. Letzte oder eine der letzten spannenden Frage, die ich mir noch rausgepickt habe, war, wie soll denn die Knete aufgeteilt werden? Das kommt darauf an, was ihr von euch selbst glaubt. Glaubt ihr, dass ihr jetzt so einen Teil des Erfolges habt und bald so viel Erfolg haben werdet, dann sollte man immer eine kleine prozentuale Regelung raushandeln, zum Beispiel 25-30%, die das Netzwerk abbekommt von den Einnahmen. Oft ist es aber so, dass die Netzwerke sagen, naja, lieber YouTuber, du verdienst im Moment 5.000 Euro im Monat, die behältst du komplett und nur das, was darüber hinausgeht, davon machen wir dann nachher halbe halbe.
Das ist sicherlich in Ordnung, wenn ihr dann in absehbarer Zeit nur 6.000 oder 7.000 Euro verdient, dann behaltet ihr 5.000 Euro und die drüber liegenden 2.000 Euro, die werden hälftig geteilt. Oft ist es aber so, dass YouTuber, die jetzt schon so einen guten Grundverdienst haben, nachher richtig abgehen und 40.000, 50.000 Euro im Monat verdienen. Und dann wird es halt heftig. Dann müsst ihr die Hälfte an das Netzwerk abgeben. Und das solltet ihr euch gut überlegen. Ihr solltet also diese Zukunftsvision haben, dass sehr viel Geld bei den großen YouTubern gemacht wird. Und dann sollte man lieber nicht die Hälfte ans Netzwerk abgeben, denn dann liegt die Hauptleistung zweifelsohne beim YouTuber und nicht beim Netzwerk. Was ist, wenn einzelne Klauseln unwirksam sind? Dann ist nicht unbedingt der gesamte Vertrag unwirksam. Das bedeutet aber auch, ihr kommt nicht so schnell aus dem Vertrag wieder raus, wesentlich weniger schnell, als euch vielleicht lieb ist. Manchmal sind die Verträge überzogen, dann können sie entsprechend gekündigt werden und dann kommt man vorher raus, ist aber nicht so ganz einfach. Prominentes Beispiel für den Ausstieg aus so einem Netzwerkvertrag war ja mal Unge. Er hat Mediakraft mit einem Paukenschlag Weihnachten 2014 verlassen. Wir haben damals auch direkt ein Video dazu gedreht. Da war es so, dass er auch gesagt hat, das Netzwerk tut nichts und dann hat er eben fristlos seinen Netzwerkvertrag gekündigt. Das geht allerdings in der Regel nur im Einzelfall, wenn das Netzwerk wirklich eklatant gegen seine Rechten und Pflichten verstoßen hat. Ja, wie bereitet man sich auf so eine Vertragsverhandlungen am besten vor? Das Wichtigste ist, man hat eine klare Vorstellung davon, was man will und was man nicht will. Nicht unbedingt sofort in Euphorie verfallen, nur weil jetzt ein Netzwerk ankommt, sondern sich genaue Gedanken machen, was will ich als YouTuber, was will ich erreichen mit meinem Kanal, wo will ich hin, was sind meine Ziele und wo kann mir das Netzwerk helfen. Und dann gilt noch, je klarer man sich selbst ausdrückt und auch seine Vorstellungen äußert, umso besser laufen nachher auch die Vertragsverhandlungen. Und wenn euch irgendein Netzwerk sagt, wir können von den Verträgen hier nicht abweichen, dann ist das Bullshit. Natürlich kann jeder Vertrag angepasst werden und natürlich kann man auch immer individuell etwas regeln. Und falls ihr euch da selber nicht dran traut, dann solltet ihr euch jemanden nehmen, der da schon mehr Erfahrung hat, Erfahrung in Vertragsverhandlungen, entweder einen Anwalt oder einen Geschäftsmann, den ihr gut kennt oder andere YouTuber, die entsprechend schon Verträge abgeschlossen haben. Und ihr solltet euch immer auch mehrere Angebote reinholen von verschiedenen Netzwerken und die untereinander vergleichen, um dann das bestmögliche Netzwerk zu wählen. Das waren meine Tipps für euch als YouTuber, wenn es dazu kommt, dass ihr in ein Netzwerk eintreten wollt. Auf welche Fallstricke sind zu achten? Was ist in so einem Vertrag drin? Was muss man da beachten? Und wo sind die kleinen Problemzonen der Netzwerkverträge? Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, denn morgen gibt es hier schon das nächste Video. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.